Frau van Delden, mittelständische Unternehmen, hört man immer wieder, haben Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Wo sehen Sie die Probleme, wo sehen Sie die Defizite dieser Unternehmen? Viele kleine und mittelständische Unternehmen haben natürlich die Herausforderung, dass ihre Produkte und Marken nicht so bekannt sind wie die größeren Unternehmen und das sich natürlich auch auf den Arbeitsmarkt widerspiegelt. Sie haben vielleicht regional noch gewisse Vorteile, schaffen es aber so auch nicht, national die Arbeitskräfte für sich zu gewinnen. Das in Kombination damit, dass individuelle Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel nicht die Möglichkeit, hohe Gehälter zu zahlen, wie es größere Unternehmen haben, führt dazu, dass gerade im IT-Bereich in kleinen und mittelständischen Unternehmen natürlich die Gewinnung von IT-Fachkräften häufig ein Problem ist. Sie engagieren sich ja auch sehr stark im Bitkom-Präsidium. Was kann der Verband für diese kleinen Firmen tun? Wo sehen Sie Ansatzpunkte? Ja, viele der kleinen Unternehmen gewinnen Mitarbeiter natürlich häufig auch über ihre Vernetzung, ja, über ihr firmenexternes Netzwerk. Und gerade da kann Bitkom sehr, sehr viel helfen und hat jetzt auch gerade in der letzten Zeit viele Initiativen ergriffen, um Startups und junge Unternehmen den Bitkom schmackhafter zu machen, attraktiver zu werden für diesen vielversprechenden Markt, also zum Beispiel gewisse Startup-Mitgliedschaften etc., um diese Vernetzung, die dann schlussendlich unter anderem auch zu der Gewinnung von Arbeitskräften führen kann, leichter möglich zu machen. Sie sind ja ebenfalls Geschäftsführerin eines Startups, eines jungen Unternehmens. Was machen Sie bei Ihnen, oder was tun Sie, damit Leute bei Ihnen anfangen? Wo sehen Sie bei Ihnen Ansatzpunkte? Mhm. Ja, ich bin Geschäftsführerin der InnoSabi GmbH. Wir machen Crowdsourcing und Open Innovation Software und können natürlich gerade als junges Unternehmen vor allem durch unsere Themenmitarbeiter gewinnen. Wir haben einfach im Unternehmen eine große Passion fürs Thema Crowdsourcing und das können wir auch unseren Mitarbeitern vermitteln, die sich ähnlich engagiert fürs Thema begeistern und dann lieber für uns arbeiten als für einen anderen Arbeitgeber, weil dieses Thema begeistert. Reicht das gerade am Standort München? Ist ja die Auswahl sehr groß an attraktiven Arbeitgebern. Was sind dann so die Hauptargumente, außer jetzt dem thematischen Schwerpunkt, um Leute anzuziehen? Ja, Sie sprechen es an, am Standort München haben wir auf der einen Seite als junges Unternehmen natürlich Herausforderungen wie hohe Mieten, hohe Gehälter etc., aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, ein sehr, sehr attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Ja, wir haben die Möglichkeit, wir haben auch im Privatleben unseren Mitarbeitern viel Möglichkeiten bieten zu können, aber auch im Berufsleben viele Chancen, sich zu vernetzen, viele Chancen, Weiterbildung mitzumachen und viele Chancen, auch interessante Kunden kennenzulernen. Und da haben wir in München schon einen sehr, sehr starken Vorteil, den wir natürlich gerade als junges Unternehmen auch unseren Mitarbeitern durch flexible Zeiten, durch flexible Verantwortung auch ermöglichen wollen. Vielen Dank.